Ja, wenn das mal keine epische Zwischensequenz war. Also da hab ich damals richtig Gänsehaut gehabt, wie Krieg seine neue Fähigkeit bekommt, indem der alte Schmierlapp da einen von ihm auf den Sack kriegt. Und ab jetzt können wir uns dann auch verwandeln in unsere Dämonengestalt, wie wir sie auch in Part 1 schon mal gesehen haben. Dieses Feuerwesen. Und wir haben auf jeden Fall auch von Samael eine neue Aufgabe bekommen, und zwar die Quälerin zu vernichten. Aber dafür müssen wir erst an dem Alten vorbei. Also ich weiß gar nicht, wie hieß der Hammer oder so. Da mussten wir dran vorbei. Ich wollte eben noch hier diese Typen hier mal ein bisschen prügeln. Weil wenn die gerade schon da sind zum Verhauen, dann immer schön drauf. So, zurück. Und da wir jetzt unsere Klingen haben, also die Wirbelklingen, können wir auch hier ein bisschen weiterkommen an bestimmten Stellen. Bum, 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 bum. Yep, da war wieder ein Geheimnis, was wir uns jetzt freigespielt haben. Wir können jetzt auf jeden Fall dann auch da oben hin. Müssen aber erstmal hier die Viecher wegmachen, bevor die uns in den Rücken fallen. Na, komm mal her. Na, wie viele Schläge wollt ihr denn haben, Mann? Gibt's ja gar nicht. Hallo? Lass dich köpfen! Ach, da ist noch einer. Du kleiner Mistkrötensack. So. Hier hoch. Na, geh mal hoch, bitte. Und da haben wir auch schon wieder eine Kiste. Ich weiß gar nicht, was hier drin war. Ah, wieder ein Teil der Abgrundrüstung. Das heißt, wir haben jetzt schon drei zusammen. Uns fehlen also noch, lasst mich lügen, ich glaube 7 Stück. Ja klar, wenn wir drei zusammen haben, fehlen uns noch 7 Stück für die 10. Ich bin auch eine Tröte. So, und dann würde ich sagen, hatten wir am Anfang noch irgendwas, was wir mit der Klinge machen konnten? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erst Richtung Quälerin. Ja, mittlerweile habe ich mich auch informiert, wie das neue, der neue Publisher von den Darksiders-Spielen heißt. Und zwar hat Runic Games die Darksiders-Spiele aufgekauft von THQ. Ich finde es, wie gesagt, wie ich schon mal sagte, auf jeden Fall eine super Sache, weil die Darksiders-Spiele sind einfach wahnsinnig gut gemacht. Sie machen tierisch viel Laune. Ihr seht es ja auch selber, wie cool das alles gemacht ist. Und angekündigt ist auch mittlerweile ein dritter Teil. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Den dritten Teil von Darksiders. Da freue ich mich schon jetzt wie ein kleiner Junge auf Weihnachten. Aber das wird wohl noch einige Zeit dauern, weil im Moment ist wohl Runic Games noch das Entwicklerteam am Zusammenbasteln. Also sie würden ganz gerne das Team der alten Darksiders-Spiele haben, also hier von Teil 1 und von Teil 2. Aber das steht halt noch nicht fest, ob sie die bekommen können, weil die Leute, die Entwickler, die haben halt auch schon ein wenig sich umgeguckt, sind teilweise auch schon bei anderen Entwicklerfirmen untergekommen, und da kann man noch nicht hundertprozentig sagen, ob diese Leute zusagen werden oder nicht. Mir wird es auf jeden Fall gefallen, weil dann bleibt das Spiel einfach auf jeden Fall auch so geil, wie es jetzt schon ist. Und die Story, da bin ich sowieso gespannt drauf, weil es müsste eigentlich, wenn ich jetzt mal spekulieren dürfte, 5 Teile geben. Also 4 Teile, in jedem Teil ein anderer Reiter, und im 5. Teil treffen sie dann hoffentlich aufeinander und müssen das größte Übel zusammen bekämpfen. Ich hätte da auch schon Ideen für, aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich bin ja hier noch mit euch am Zocken, und das würde auch ein bisschen viel von der Handlung von Darksiders 1 schon wiedergeben. So, da oben geht's nicht. Da kommen wir später noch hin. Da sieht man auch wieder so einen komischen Ring. Aber was es mit dem Ring auf sich hat, will ich jetzt an dieser Stelle auch noch nicht verraten. Ach du Heiliger. Da geht's. Ach du Heiliger, was ist das denn? Ach, ich habe falschen Knopf mal wieder gedrückt, wie immer. Und... ach. Ich muss mal... ey, ich wollte den noch anvisieren. Und man merkt schon, der blaue ist etwas stärker wie der rote. Meine Herren. So, den haben wir down, den haben wir auch down. Da ist auch wieder ein Toter dabei.
Aua, 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 aua. Ihr wollt mich doch alle fertig machen. So, den haben wir. Jetzt hauen wir die noch ein bisschen. Ui, 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 ui. So, dann haben wir den auch. Der kriegt auch noch mal einen auf den Sack. Und jetzt mal so langsam vielleicht mal den blauen ein bisschen bekämpfen, damit der uns nicht mehr ganz so viel Stress macht. Ja, der blaue ist tot. Der alte Feuerteufel. Und ich hab's wieder ganz schön laut auf den Ohren. Das stelle ich gerade so fest. So haben wir's. Jawohl. Und man merkt schon eindeutig, dass die Gegner werden härter. Und unsere Sense ist jetzt auch bald auf dem Level up. Dann können wir auch wieder das Schwert benutzen. Wo sind wir denn hier? In einem Propellerraum. Das sieht aus wie irgendein Windkanal oder sowas. Aber wenn man da mal so runter guckt. Boah. Ist gut, dass dieser Ventilator, wo wir hier drauf stehen, nicht aktiv ist. So, dann springen wir noch einmal darüber. Einmal darüber. Und müssen hier erst rein, bevor wir da rein können. Also wieder hier die kleinen Lutschpoppels. So. Auch dich haben wir tot. Ach, das war's schon. Ist nur hier dieses Ding. Aber Moment, da oben ist auch noch was. Da kommt man auch erst später hin. Aber das dauert ein ganzes Weilchen, bis man da hinkommt. Wie das genau funktionierte, zeige ich euch dann, wenn wir die ganzen Gegenstände dafür haben, um den Trick da zu machen, weil das ist eigentlich recht gut versteckt. Obwohl, kann ich euch jetzt eigentlich auch schon zeigen, nur hinkommen tun wir noch nicht. Irgendwo da. Wenn man hier sich runterfallen lässt, da kann man sich dann da später fortbewegen. Und dann kommt man da oben dann wieder raus an diesem Artefakt. Was das jetzt genau für ein Artefakt ist, weiß ich gar nicht. Es könnte wieder ein Krieger-Artefakt sein oder eins von den etwas besseren, wovon wir ja jetzt auch schon eins gefunden haben. General oder was war das gewesen? So, erstmal den weg. Gut, da haben wir auch schon wieder einen weg. Da ist der dritte hin. Nummer 4 fällt auch. Ah, die fallen hier wie die Fliegen. Zack. Alle down. Wir könnten auch mal wieder Wutfähigkeiten benutzen. Und ich muss mal eben den Ton auf meinem Ohr etwas leiser drehen, weil sonst brülle ich immer so ins Mikro rein und das möchte ich ja jetzt auch nicht unbedingt. So, Ton ist leiser. Oh, oh, irgendwas ist passiert. Ja, anscheinend nur vor uns. Das hat sich mehr angehört, als ob hinter uns auch was gewesen ist. Ach ja, und wieder so ein freundlichster Freund. So, erstmal den platt machen, damit wir in Ruhe den... Ach scheiße, den Scha... Ach Mann, ey, ich komme hier nicht weg. Mist, verdammt. Ach du Scheiße. Jetzt aber. Na? Willst du jetzt auch mal sterben? Na, wenigstens greift er uns jetzt gerade nicht an. Ach, mein Gott im Himmel! Ja, Gott sei Dank. Heiligsblech, da haben wir wenigstens ein bisschen Lebensenergie gekriegt. Na, mit der Sense sind die echt hart. Die alten blauen Flammenviecher. So, muss nur hier weiter. Wo sind wir hier? Überschwemmter Pass. Das sieht ja wieder komplett anders aus. Gerade noch in so einem Kanal Gewölbe gewesen. Jetzt sind wir hier in, sieht aus wie ein Gebirgspass, wo wir hier sind. Und da steht auch schon wieder einer.
Aber da kommen auch noch andere Viecher. So, einmal aufhalten mit der Wirbelklinge. Dann machen wir den erstmal tot. Ach, der kann auch schon. Okay. So. Jetzt haben wir da wieder diesen feurigen. Oh Mann. Ah, ich hab's befürchtet. So, friss mal den. Dann gib mir mal bitte ein Leben. Danke. Du darfst nochmal den fressen. Und jetzt haben wir dich doch langsam mal, oder? Na, wenigstens schmeißt er mit seinen scheiß Seelen nicht durch die Gegend. So, da haben wir einen Down. Wir müssen mal sehen, dass wir vielleicht später nochmal ein bisschen Lebensenergie holen. Bei Wulgrim, weil jetzt haben wir nur noch leere Gefäße, so wie es ausschaut. Und das Gute ist, Wulgrim gibt es hier auch in der Nähe. Ich muss aber jetzt erstmal gucken. Da unten ging es runter. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Da gehen wir später mal hin. Hier geht's. Ne, auch nicht, oder? Das ist auf jeden Fall noch ein Lebenssplitter, wo wir noch nicht hinkommen, weil wir hier dieses Gerät noch nicht haben. Für dieses Teil da oben. Das heißt, hier erstmal lang und zu Wulgrim. Zum grimmigen Wul. Jawohl. Gib mir mal ein bisschen was zu leben. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Du kannst mir Leben verkaufen. Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Besessenheit. Jetzt können wir auch unsere Besessenheit, also diese Verwandlungskraft, auffüllen. Und ich würde sagen, davon... Du bist so weise, wie du mächtig bist. Zwei Stück. Jetzt haben wir nämlich die Gefäße auch wieder voll. Genau, und können uns dann auch während des Kampfes wieder heilen, wenn es mal nicht ganz so gut für uns aussieht. So, meine Frau kommt gleich auch, kommt gerade auch aus dem Bett. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange weitermachen können heute. Weil das ist ja, hat die Frau so an sich, die möchte hier auch ein bisschen Luft in der Bude. Und ich riegel die Bude ja luftdicht ab, damit von draußen nicht ganz so viel Krach reinkommt. Ja, auch bei dem Wetter, wir haben knapp 30 Grad, ich schwitze komplett weg. Also ich bin schon leicht am Zertriefen. Aber für euch tue ich mir das gerne an, damit ihr nicht ganz so viel Hintergrundlärm drin habt. Ja, was man nicht alles für seine Abonnenten tut, kaum zu glauben. So, das haben wir soweit geschafft. Wir sind auch voll an Leben und können mal hier ein bisschen einen Tacken noch weiterlaufen. Die Krähen lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Da kommen wieder freundlichste. Und ihr habt gerade schon gesehen, da war einer, der etwas anders aussah wie diese zwei, die wir hier bekämpfen. Hat den Grund, weil die Gegner jetzt auch schwerer werden. Die sehen zwar ähnlich aus, aber haben wesentlich schwerere Attacken und halten auch wesentlich mehr aus. Mehr Schläge, vor allen Dingen. Und daran merkt man, dass man langsam auch hier in der Story weiterkommt. So, da springt auch schon wieder so ein Springteufel aus dem Gebüsch. Ein alter Heckenpenner. Er konnte aber nicht viel. Wird einmal zerstückelt. Da steht wieder so ein Riesenklops. Tröte ich den jetzt schon an oder gucke ich mich hier erstmal weiter um? Hm. Ne, ich glaube, wir gucken uns hier erstmal noch ein Stückchen um, bevor wir den antröten. Weil wir haben hier ja noch ein bisschen was zu erkunden. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier so auf die Seite. Da kommen schon wieder zwei, drei sogar. Vier sogar, mein Gott, es wird immer mehr. Fünf sogar, mein Gott, es wird immer mehr. Und noch ein Sechster. Ja, bravo. Sogar einer von den dickeren der Viecher. So, den erst einmal weghauen. Dann holen wir uns den da weg. Sind schon mal zwei weniger.
dann nehme ich einfach mal den in die Zange. Da ist noch einer. So, damit hätten wir auf jeden Fall die komischen Alien-Viecher schon mal weg. Sieht zumindest so ähnlich aus wie Aliens. Und jetzt müssen wir nur noch hier den dicken platt machen. Zack. Kein Problem für unseren kleinen Krieg. Aber wofür war das hier? Hier muss da irgendwas an Gegnern sein. Beziehungsweise hier muss da irgendwie eine Kiste sein. Wofür? Weil sonst war das ja völlig sinnfrei, hier zu kämpfen. Hm. Okay. Naja. Gut, dann soll es das, würde ich sagen, an dieser Stelle für diese Aufnahmesession gewesen sein. Passt auch ganz gut mit der Zeit. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin noch viel Spaß. Ich habe jetzt in dieser Session nicht ganz so viel intelligentes Zeug gelabert, aber halt ein bisschen schrottig. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play Darksiders mit Krieg und natürlich mir, Crazy Bane. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao!